Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Hearthstone und wir machen heute mal wieder ein kleines Pack-Opening. Ich wurde gefragt, was mein Level ist. Ich glaube, das sieht man hier. Also ich bin absoluter Anfänger. Ja, ich habe 24 Lepra-Gnomen, 10 Siege insgesamt, Arena noch gar nicht gespielt. Stufe insgesamt 35. Keine Ahnung, wie die das berechnen. Wahrscheinlich rechnen die hier alles zusammen. Und ich habe jede Menge Quests, um an Gold zu kommen. Und habe eigentlich so gut wie gar nicht gespielt. Weil es hängt bei mir daran, die Pack-Openings. Ich wollte die aufnehmen. Und weil ich die aufnehmen wollte, habe ich auch nicht weitergemacht. Jetzt ist ja auch noch dieses Gnomes vs. Goblins erschienen. Das heißt, ich habe 3 Gnomes vs. Goblin-Kartendecks bekommen. Ich habe 30 von den Profi-Kartendecks. Und ich würde sagen, wir machen heute 11 Kartendecks auf. Und zwar 10 von den Profi und 1 von den Goblins. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Pack Nummer 1. So, was haben wir hier? Golden und gewöhnlich. Aha, Paladin Buso. Ist ein Geheimnis. Wenn euer Gegner einen Diener ausspielt, wird dessen Leben um 1 verringert. Oder auf 1 verringert. Auf 1 verringert. Das ist hardcore. Er hält jedes Mal +1/+1, wenn ihr eine Karte ausspielt. Das ist natürlich eine schöne Karte. Und dann haben wir hier noch Schamane, die Überladung. Ja, hält 3 Runden, hat man mir geschrieben, und macht 2 Schaden. So. Nächstes Pack. Wow. Selten. Aha, Ansturm und Kampfschrei. Werft 2 zufällige Karten ab. Das ist interessant. Also Ansturm haben wir schon mal dabei. Das ist schick. Das heißt, die spielen wir aus und können direkt mit 5 draufschlagen. Aber nur ein Hexenmeister sehe ich gerade. Und ja. Naja. Können wir ein bisschen Kartendecks basteln mit den Karten, denke ich. Ui, laut. Verdoppelt den Angriff eures Dieners. Oh, das ist natürlich brutalst beim Pala. Das ist doch mal was, oder? Wind, Zorn, Ansturm, Gottesschild und Spott beim Schamane. Das ist mal eine gescheite Karte. Wow. Ich habe noch nicht so viele Kartendecks gespielt. Blutritter, eine epische Karte. Kampfschrei, alle Diener verlieren Gottesschild. Erhält +3/+3 für jeden verlorenen Schild. Wow. Das ist auch geil. Selten. Zieht eine Karte und verursacht Schaden, der ihre Kosten entspricht. Das heißt... Moment. Zieht eine Karte und verursacht Schaden, der ihren Kosten entspricht. Jetzt bin ich am Überlegen. Bin ich jetzt echt am Krübeln. Was bedeutet das? Ich ziehe eine Karte. Das wäre dann eine 5-Mana-Karte und dann mache ich 5 Schaden. Verstehe ich nicht. Also das verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Dann müsste ich ja die Karte aufdecken, sozusagen, die ich gezogen habe. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wow, verursacht 10 Schaden. Pyroschlag vom Magier. Alter Schwede. Selten. Unbändigkeit beim Druiden fügt einem Diener Schaden zu, der dem Angriff eures Helden entspricht. Ja, der Rest war nicht mehr so toll. Wieder eine seltene Karte. Kampfschrei verleiht benachbarten Dienern Spott. Oh, das ist eine schöne Karte. Die können wir in Verbindung bringen mit der Karte, die ich in dem letzten Pack-Opening gezogen habe. Wo wir
eine Karte hatten, wo ich gesagt habe, wenn die Spott hat, dann wird interessant. So, ja, ich müsste mal viel mehr Hearthstone spielen, um meine ganzen Kartenpacks zu leveln. Mana-Gespenst, alle Diener kosten eins mehr. Was mich ein bisschen wundert, ich habe gedacht, Gnomes versus Goblins. Golden und gewöhnlich. Kampfschrei, fügt eurem Helden 3 Schaden zu. Hexenmeister hauen ziemlich viel auf sich selbst ein, habe ich so den Eindruck. Ich habe hier einen in WoW. Selten. Da war es früher auch so, mittlerweile ist es nicht mehr so. Massenbannung. Feindliche Diener zum Schweigen. Also bringt alle feindlichen Diener zum Schweigen. Ziehe eine Karte. Das ist auch eine nette Karte hier für einen Priester. Ich dachte ja eigentlich, Gnomes vs. Goblins wäre eine richtige Erweiterung. Selten. Ist aber irgendwie nur ein Kartenpack, habe ich so den Eindruck. So, wütendes Huhn hat einen Wutanfall und macht plus 5 Angriff. Wildtier. Ist für einen Jäger mit Sicherheit interessant. Der hat ja Boni, wenn er Wildtiere ausspielt. Und das letzte Profi-Kartendeck für heute. Episch. Oh, zieh eine Karte. Diese Karte kostet 3 weniger. Fernsicht. Also das heißt, ich ziehe eine Karte vom Stapel und dann wird die Mana-Kosten um 3 reduziert. Selten. Ziehe jedes Mal eine Karte, wenn ihr einen Zauber wirkt. Der Goblin-Auktionator. Oh, verrückter Alchemist, Kampfschrei. Vertauscht Angriffe und Leben deines Dieners. Das ist interessant, wenn einer 7 Leben hat und 2 Angriff. Und da kann man das schon mal umdrehen. Wenn der andere dann keine Diener hat und kann dann dem Helden ganz schön zusetzen auf der Gegenseite. Beutehamsterer, Todesröcheln ist auch interessant. Todesröcheln heißt, wenn der stirbt, darf ich eine Karte ziehen. Ja, und dann kommt jetzt eine Karte des Goblin vs. Gnome Decks. Schiffskanone. Jäger verleiht einem zufällig befreundeten Diener plus 1 Angriff. Klever. Selten. Oh, die Teufelskanone fügt am Ende eures Zuges einem Nicht-Mech 2 Schaden zu. Dann haben wir hier für den Krieger noch einen Ogre-Totschläger. Und einen Splittersteindruck. Ja, wie gesagt, ich müsste mal viel mehr Hearthstone zocken. Hab auch überlegt, ob ich Hearthstone schon, als Livestream oder sowas machen sollte. Wenn ich das dann mal spiele. Bin da jetzt nicht so bewandert drin. Das wäre eher so eine Reihe Let's Play Hearthstone Noob oder sowas. Oder Noob Plays Hearthstone oder so. Irgendwie sowas wird das sein. Ich habe ja nicht so die tolle Ahnung von Hearthstone und müsste dort erstmal meine Kartendecks so weit leveln, dass ich überhaupt alle Karten habe, die es dann gibt für die einzelnen Klassen. Müsste daraus schöne Decks bauen und müsste mich dann mal durch Naxxramas prügeln. Müsste dort die ganzen Beutekarten mitnehmen und müsste dann anfangen, ja, mehr Spiele zu machen, die gewertet sind. Interessant ist, ich dachte, Gnomes vs. Goblins wäre sowas ähnliches wie Naxxramas, also sprich auch so ein Solo-Abenteuer ist es aber nicht. Und da gibt es irgendwie nur 120 neue Karten, die eben in diesem Gnomes vs. Goblin-Universum zusammengestellt wurden. Sehr viel Mech, sehr viel Technik, sehr viel anderes Zeugs. Ich vermute mal, die kann ich auch kaufen für 100 Gold, genau wie ein Profikartendeck. Deshalb weiß ich nicht, wie genau man das dann so sehen sollte oder wie genau man das nimmt.
Es geht wohl einfach nur ums Sammeln. Also sprich reinhauen ohne Ende, das Zeug kaufen oder eben nicht. Und damit spielen, Gold verdienen, weitere Karten kaufen. Abenteuermäßig ist da leider nichts dazu gekommen. Fand ich ein bisschen schade. Hätte ich eigentlich drauf gehofft. Tja, das war dann mal wieder unsere Pack-Opening-Geschichte hier in Hearthstone. Ich sag danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn ich die anderen Packs öffne. Zweimal kann ich das Ganze noch aufnehmen. Dann sollte ich vielleicht mal ein Kartendeck zusammenstellen, da können wir mal ein bisschen zocken. Schauen wir mal. Ach, die Musik geht voll ab. Erinnert mich so ein bisschen an WoW. Typische Blizzard-Musik eben. Fantasy-Musik. Hammer cool. Ja, danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye-bye.